So, meine lieben Freunde, sonnige Grüße hier aus Palermo. Was haben wir hier? Hier haben wir jede Menge Sonne, gutes Essen, sehr viel Meeresfrüchte, Mafia-Strukturen und hier haben wir auch Carla, Polo und Co. Das Co steht eigentlich für den Don, denn der verfährt sich ab und an mal hier runter, von seinem Berg runter und snackt sich mal einen Döner weg. Und wie der Döner hier in Palermo schmeckt, das erfahren wir jetzt gleich. Der Kollege hier, der hat nicht nur richtig geilen Döner, sondern nebenan gibt es auch wirklich richtig heiß gebratene Hähnchen auf offener Flamme. Das werden wir gleich auch nochmal einfangen. Ich muss sagen, optisch sieht er gut aus. Ne? Topladen, schön gepflegt. Brot haben wir da. Oh, schauen wir hier die Auslage. What's this, my friend? Joghurt? Yeah, the Kisha barbecue spicy sauce is harissa. And this white? Is yogurt, yeah. Yogurt, yeah. Ah, okay, okay. Also, wir haben hier die Joghurtsoße. Wo war das nochmal nur mit Joghurt? War das nicht Ala Turca oder so? Ja, ja, doch, Ala Turca und noch ein, zwei Läden hatten das auch noch mit Joghurt gehabt. Und ich würde sagen, wir bestellen zwei Döner. My friend, two kebab. Two? Ja, yeah, classic. Pita? No, classic, yes. Yeah, okay. Yeah. We come from Germany. Germany, okay. Yeah. In Germany, kebab food number one. Yeah, I know. Yeah, I know, yeah. Because they're more Turkish there. Yeah, 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 right. Due panini. With all salad or sauce? Complete, full. Okay. Due panini complete, yes, sir. Bisschen Pommes auch, oder? And make me fries. Yeah, with the arancina parella typical, I think. You make it, yeah, man. Ich sag dir, seit vier Tagen bin ich auf dem Zug und du machst hier Objektivwechsel, einstellen, dies, das, hier an. So. Fang direkt an, ja? Fang direkt reicht, an. Ne? Ich will dich nicht abfeiern. Also, wie du immer so schön sagst, er ist handlich. Ja? Er ist handlich und mein Freund Holle würde sagen, er ist auch ehrlich. Ja, du hast ihn ja noch nicht probiert, du weißt ja noch nicht, ob er ehrlich ist. Der sieht auf jeden Fall sehr ehrlich aus, sehr vertrauenswürdig. Fleisch. Aber das ist kein Filet oder so, ne? Oder kein Stück Fleisch, sondern das ist... Nee, doch, das ist Hähnchen. Komplett Stück? Das ist komplett Hähnchenfleisch, das ist okay. Kein Kalb. Kein okay. Kalb, kein Rind, das ist komplett Hähnchen. Schmeckt auch gut, schön knusprig, schön würzig. Wie das sein muss, noch wie das sein soll. Und jetzt kommt's. Bismillah. Ich bin gespannt. Die Soße ist auf jeden Fall standesgemäß überall, nur nicht im Döner. Ja, ja, hat er gut gemacht. Thank you. Grazie. Grazie, my friend. Jetzt haben wir noch ein paar Fries bekommen. Ups. Das ist das Kirscherbsenteig. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Christian. Sieht so aus, als würde es dir schmecken. So. Du, ja, Mann. Du nimmst nach. Ja, Mann. Und das ist nicht, weil ich jetzt vier Tage auch auf dem Zug bin. Der Döner ist wirklich gut. Ist er? Wirklich sehr, sehr gut. Krass. Hätte also ich nicht gedacht. Besser das Brot? Weil das Brot kam mir schon sehr extrem Panini-mäßig vor. Mhm. Mhm. Knusprig. Crunchy. Es ist schön soft. Es geht sogar Richtung Ciabatta. Mhm. Mhm. Aber perfekt. Es ist nicht so zäh, so gummimäßig. Weißt du, so, wo du fast deine Zähne ausreißt. Mhm. Ich würde dich mal bitten, einmal reinzumachen. Weil bevor ich den jetzt bewerte, bevor ich jetzt hier losschieße Richtung Deutschland, bewerfst du nochmal rein. Ja, gut. Da ich die Kerme in der Hand habe, werde ich mal zur Gabel greifen. Weil mich interessiert auf jeden Fall in erster Linie die Qualität des Fleisches. Mhm. Mhm.
Komm schon. Komm schon. Mhm. Aber schon. Nicht komm schlecht. Schon. Nicht schlecht. Komm schon. Komm schon, aber schon. Relativ fettig. Hühnchen, das ist ja fettig. Ja, weil er die Haut mitverarbeitet wahrscheinlich. Genau. Und so? Nicht schlecht. Also wenn man hier auf Döner einen Zug ist, kann man auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. In Deutschland, guck mal, in Deutschland, Döner muss gut sein, weil wir haben da Konkurrenz. In Deutschland ist so das Sweetfood, das Fastfood Nummer 1, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ne, da ist die Konkurrenz groß. Und es ist krass auch zu sehen, dass der Döner wirklich schon immer mehr und mehr etabliert, ne? Naja, vielleicht wird es irgendwann Fastfood Nummer 1 weltweit. Daran arbeiten wir auf jeden Fall. Hätte auf jeden Fall Potenzial. Daran arbeiten wir. Wir reden nochmal mit dem Don. Vielleicht kann er irgendwelche Strippen noch ziehen. Ja, und schneller zu wachsen. In die USA. Ja, Mann. Und dann schauen wir mal. Ist das klassischer Joghurt einfach nur? Oder ganz klassischer Joghurt. Boah, die Sriracha-Soße kann einiges. Mhm. Die kann einiges. Harissa. Harissa-Soße. Mhm. Ja, weißt du, viele Araber, Nordafrikaner hat so sie. Ja. Und die haben ja Harissa hier mitgebracht. Wir haben schon viele Döner hier gesehen, ne? Aber für uns war ja von vornherein klar, wir wollen ein Video mit Döner hier drehen. Mhm. Aber die Döner, die ich gesehen habe bisher, die hätte ich einfach nicht runterbekommen. Den haben wir wieder wie ein Adler haben wir den gesehen. Du auf dem Roller, du solltest beim, wir öfter wir auf dem Roller. Umfahren. Was für auf dem Roller? Beim Landen aus dem Flugzeug habe ich den gesehen. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Du siehst immer die geilen Läden, wenn du auf dem Roller hinten sitzt und wir hier durch Palermo fahren. Das sollen wir vielleicht öfter machen. Ich hab den passende Riecher halt. Ne, der ist wirklich top. Wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ich würde auch deinen essen, wenn du den jetzt nicht mehr essen würdest. Kannst du machen. Ja? Ja, klar. Ich darf nicht zweimal sagen, ne? Ja, Mann. Zur kleinen Info, ich habe einen Sonnenstich oder sowas. Ich habe einfach gar keinen Appetit, Leute. Du hast zu viel Sonne abbekommen. Ja, Mann. Hab mich nicht genug eingecremt. Nee, du hast deine Mütze vergessen. Mütze hatte ich auch nicht auf. Mhm. Ganzen Tag auf dem Roller. Dann geht's doch nicht mal, Junge. Nee, Mann. Deswegen kein Appetit. Null Appetit. Ja, Tizzy, tut mir leid, ich lass mir das wirklich nicht zweimal sagen. Ja, besser so, ich will doch nicht, dass hier was liegen bleibt. Was für liegen bleiben, komm, mashallah. Das ich gibt's bei uns nicht. Der Döner hat mich so sehr überzeugt, dass ich den zweiten jetzt direkt noch mal hinterher schiebe. Guten Appetit. Danke, den werde ich haben. Du warst schon auf Entzug. Hallos habe ich schon gehabt. War es eher ein körperlicher oder ein psychischer Entzug? Nee, also wie gesagt, wirklich Hallos, weißt du das dann, psychisch. Psychisch und körperlich, keine Ahnung. Ja, psychisch. Ich hab schon angesehen, so drehende Spieße zu sehen. Drehende rosane Dönerspieße habe ich schon gesehen. Wirklich perfekter Döner. Wirklich perfekter Döner. Perfekt, perfekt auch für deutsche Verhältnisse? Oder? Deutsche Verhältnisse, also ich würde sagen, in Frankfurt wäre das Nummer 1. Jetzt echt? Frankfurter Raum, wir wissen, sind nicht die stärksten. Der wird sich da auf jeden Fall durchsetzen. Krass. Ja. Das ist eine Ansage. Hundertprozentig. Eine Sache aber fehlt mir. Was denn? Ein bisschen Thun oder Aioli oder ein Hauch von Knoblauch. Ja, aber das ist ja schon wieder arabisch angehaucht, das ist ja nicht türkisch. Ja, aber dafür, dass hier viele Araber sind, weißt du, das fehlt mir. Mhm. Aber so an sich, wunderbar. Wunderbarer Döner. Das war der Döner in Palermo. Mir hat er geschmeckt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne noch in die Kommentare reinknallen, wo wir noch den Döner testen sollten. In europäischen Städten natürlich. Und ja, lasst uns noch mal ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.